zusammen. Ja, das erste Bikecamp im Harz steht vor der Tür. Und natürlich darf da ein sauberes Rad nicht fehlen. Also Step 1 beim Bikecamp, Material vorbereiten, Rad vorbereiten, alles schön machen und ja, sauberes Rad. Gute Tage, gutes Wetter sind angesagt. Ich nehme euch mit und jeden Tag gibt es ein paar kleine Highlights. Königsetappe natürlich ist auch dabei und ihr könnt ja uns dabei begleiten, wie wir hier die ersten Kilometer im Harz sammeln. Heute ist das Wetter noch ein bisschen wild, aber es soll gut werden. Am Samstag schon 17, 18 Grad, am Sonntag sogar schon 20. Das heißt, wir werden fleißig Kilometer sammeln und ja, mit dem Formaufbaucamp in die neue Saison starten. Guten Morgen zusammen. Ja, es geht los. Die Goodiebags sind gepackt. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Hotel. Da werden dann die Zimmer jetzt vorbereitet und bestückt. Und heute Nachmittag geht's los. Die ersten Gäste sind schon da. Und heute starten wir zur ersten Tour. Ja, es geht schon gleich gut bergig zur Sache. Wir werden natürlich die ersten Höhenmeter hier im Harz sammeln, hinauf zur Rostrappe fahren, dann eine schöne kleine Runde am Hexentanzplatz vorbei und werden heute uns schon die ersten 70 Kilometer reinfahren. Auf geht's. Ich bin gerade auf dem Weg zum Hotel und hole jetzt die Leute ab. Und dann geht's ab zur ersten Etappe. Mal schauen, wer schon alles startklar ist und ja, wer es gar nicht erwarten kann, dass es endlich losgeht. Anstieg Nummer 1, hoch geht's zur Rosttrappe. Hinten. Sammle ich gleich den Rest ein. Ja, geht schon hart zur Sache. Der Harz verlangt doch einiges ab. Hinten hinter der Kurve kommen gleich der Anthony und auch der André. Die fahre ich jetzt vorne wieder ran. Dann geht's weiter. Runter nach Treseburg und dann schön rein in den Oberharz. Friedrichsbrunn vorbei. Tolle Abfahrt runter nach Bad Suderode. Und dann geht's schon wieder zurück, gute 70 Kilometer. Und da werden wir uns heute hier schön knusprigen Freitag machen. Konrad, ja. Erste Tour, erster Tag erledigt. Wie ging's dir? Das sage ich dir morgen in der Früh. Okay, aber die Beine haben gearbeitet, wie sie sollen. Ja, definitiv. Ja, was hat dir mehr gefallen? Mehr die Abfahrten oder mehr die Anstiege? Anstiege. Sehr gut. Eindeutig. Da wird es morgen noch mehr von geben. Ja, na? Hoffentlich. Genau. Top. Der André hat heute ist schneller gefahren als wir. Ja, ich habe 3 Runden gefahren. Schon frisch geduscht, ne? Morgen geht's weiter. Bikecamp Harz Tag Nummer 1 ist in den Büchern. Wir haben 78,6 Kilometer, 3 Stunden auf der Uhr. Jetzt wird flink geduscht, dann geht's ab ins Hotel, bisschen Abendbrot essen. Und morgen früh steht die Königsetappe an. Das heißt, heute Abend nochmal die letzten Infos, wie morgen das Wetter ist, was man anziehen sollte. Schnee gibt es auf dem Brocken definitiv. Ich nehme euch mit, also seid gespannt. Bikecamp Harz, es steht an. Tag Nummer 2. Heute Königsetappe, natürlich mit dabei der Brocken. 1142 Meter hoch. Weiter geht es dann zum Wurmberg. Auch dort knappe 1000 Höhenmeter, 971. Ich bin gespannt, wie alle geschlafen haben. Ich bin gut drauf. Beine laufen. Wetter ist herrlich. Das spielt auch mit. Ja, ich bin mal gespannt, was der Tag heute bringt. Ich denke, ein paar müde Beine und auf jeden Fall eine Menge Spaß. Wir befinden uns am Anstieg zum Brocken. Hinter mir seht ihr schon das Zeichen. Absolute Schneekettenpflicht. Das ignorieren wir natürlich. Kurbeln jetzt gleich hoch und schauen mal, wie oben das Wetter ist. Also vom Weiten hat man schon den Schnee gesehen. Werden wir mal schauen, ob wir die Schneeketten auspacken müssen und wie weit wir kommen, wie oben die Lage ist. Ansonsten Wetter ist top, Stimmung ist top, alle sind gut drauf. Die Beine spielen mit und wir haben heute hier einen richtig, richtig schönen Tag. Bei besten Bedingungen im Harz. Brocken, ein paar kleine Daten dazu. 1142 Meter hoch, von circa aus 10 Kilometer Anstieg. Gibt so 3-4 Passagen zwischendurch, die etwas steiler sind. Aber alles in allem gut zu fahren. Wahrscheinlich Parkplatzlage ist dicht, also wahrscheinlich wird auch einiges oben los sein. Das heißt, Slalomfahren ist angesagt und lautes Rufen. Also wer mal in der Nähe ist, schaut auf jeden Fall vorbei. Brocken lohnt sich immer. Ja,
hier den Brocken drauf. Drüben wartet schon der nächste Anstieg. Wurmberg, aber noch sind wir nicht oben. Carsten, müssen wir noch mal eine Schippe drauflegen? Ja. Also, Brocken oben angekommen, alle vernünftig hoch, geknechtet. Konrad, wie ging's dir? Neue, konntest du die Wattwerte halten, die du vorgenommen hattest? Ich glaube, ich bin drüber. Sehr gut, sehr gut. Alex, bei dir? Neue persönliche Bestleistung, hervorragend. Wie bist du, unter 35 Minuten? Ja, 31 Minuten. Richtig stabil heute, alle hochgeknallt. Wir warten jetzt noch auf ein, zwei Nachzügler und dann geht's weiter. Ziemlich frisch hier oben. Bisschen Schnee, aber top Wetter, schöne Aussicht. Wir können bis ans Meer schauen. Eine Sache darf natürlich nicht fehlen. Unser obligatorischer Kaffeestopp hier beim Brockenbäcker. Kleiner Geheimtipp, Brockentorte. Viel Frucht, viel BC, sehr, sehr mächtig. Würde ich an so einem Tag wie heute vielleicht nicht essen. Aber sonst immer guter Tipp. Ansonsten Fruchtschnitte und ein paar Schokokuchen gibt es immer sehr, sehr gute Sachen. Und natürlich auch einen schönen leckeren Milchkaffee. Der alte Rebell dort hinten, auch im Sack, zornig wie immer. Also, dass ich den Wurmberg mal von seiner gnädigen Art erlebe, kommt selten vor. Steinstücke dabei jenseits der 14-15%, das zieht jedes Korn, aber alle gut hochgekommen. Neben mir der Konrad, hinter mir noch der Pierre, auch gut hochgeradelt. Jungs, wie ist es euch ergangen? Anstrengend, aber gut. Ich melde mich zurück. Königsetappe bei Camp Harz. Heute doch nochmal etwas eskaliert. Kleine kurze Tageszusammenfassung. Also, wir waren unterwegs gute 6 Stunden, sind dabei 142 Kilometer gefahren und haben satte 2498 Höhenmeter zurückgelegt. Gestartet sind wir natürlich hier in Blankenburg und sind dann entspannt nach Wernigerode rübergerollt. Gemeinsam dann hoch bis Schirke. In Schirke kurze Instruktionen, wie fährt man den Brocken, worauf muss man achten, was sind so die einzelnen Details. Und dann ist jeder da sein eigenes Tempo gefahren. Oben auf dem Brocken war es dann natürlich, wie sollte es anders sein, sehr schneereich. Foto am Stein gab es nicht, dafür lag einfach zu viel Schnee. Schnelles Bild gemacht, neben dem Stein wieder runtergerollt. Tollen Kaffeestopp gehabt beim Brockenbäcker. War wieder alles dabei, Brockentorte, Sahneschnitte, guten Kaffee gehabt. Und dann ging es weiter zum Wurmberg. Höchster Berg Niedersachsens, 971 Meter hoch. Haben uns auch alle hochgekämpft, sehr steil. Wer das Ding schon mal gefahren ist, der weiß, auf was es da ankommt. Ja, und dann haben wir noch den einen oder anderen Anstieg, der noch auf dem Weg lag, mitgenommen. Hexenritt, große Skianlage, wo die ganzen Wintersportler natürlich sich immer gerne aufhalten. Und dann ging es weiter Richtung Hassefelde, Wiedfelder Straße. Anstieg von Tanne raus noch gefahren, 9%. Trautenstein und dann kurzen Getränkestopp nochmal gemacht. Kleine Cola reingefahren. Guten Morgen. Auf geht's. Letzte Etappe bei Camp. Heute geht's nochmal richtig gut zur Sache. Heute geht's wieder schön hoch in die Berge. Wir fahren zur Rappode-Talsperre und drehen noch eine kleine Runde durchs Harzer Vorland und dann über die Rostrappe. Sehr, sehr schöner, steiler Anstieg. Geht's dann zurück. Ich hoffe, alle haben gut geschlafen, alle sind gut drauf und heute greifen wir nochmal an. Wetter ist auch richtig, richtig gut. Also nach den letzten Wochen, wo es doch sehr, sehr kalt war und ja, es auch viel Schnee gab, haben wir jetzt optimale Bedingungen und werden alle einen schönen, tollen Tag auf dem Rad haben.
Bikecamp Harz, letzter Tag, letzter Anstieg, die Rosttrappe, 3 Kilometer, 14% im Schnitt, das macht nochmal richtig Laune. Alle stabile Beine heute nochmal gehabt, hätte ich gar nicht gedacht nach gestern. Jetzt kurbeln wir hier drüber, Camp schon wieder vorbei. Aber weiter geht's nächste Woche mit dem nächsten Camp und da nehme ich euch auch wieder mit. Bikecamp Harz, Formaufbau, Camp Nummer 1 ist in den Büchern. Ich habe gerade nochmal alle verabschiedet, bin jetzt auf dem Heimweg und ja, freue mich schon aufs nächste Wochenende. Da wird es wieder gut zur Sache gehen, da werden wir wieder einige Berge hochfahren und wenn du auch mal Bock hast zum Bikecamp zu kommen, wir hauen mal hier unten unter das Video unsere Links rein und dann freuen wir uns natürlich, wenn du fleißig unseren Kanal abonnierst, ein Like da lässt und vielleicht selber mal bei dem einen oder anderen Camp dabei bist. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao, euer Coach Kenny.